Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich in seinem Pool den Chlorwert richtig messen und auch dementsprechend senken bzw. erhöhen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es die verschiedensten Messgeräte, doch in meinem Fall verwende ich einfach meine Schüttelbox, da diese am häufigsten verwendet wird und die sollten wir zuerst einmal ca. 20 cm unter der Wasseroberfläche mit Wasser befüllen und anschließend auch schon etwas ausschütten, dass danach beim Aufsetzen vom Deckel nicht so viel Wasser wieder überläuft. Jetzt gibt es bei unserer Box noch zwei Skalen, zum einen auf der linken Seite der pH-Wert Phenol Red, da haben wir auch die entsprechenden Tabletten, wo Phenol Red hinten drauf steht, und rechts CL, also Chlor DPD, dafür haben wir auch die Tabletten mit DPD hinten drauf. Wichtig ist nur, dass wir jetzt die entsprechenden Tabletten natürlich auch in die richtige Skala einwerfen und die Tabletten am besten nicht mit den Fingern berühren, da dadurch auch noch der Wert verfälscht werden kann. Ich mache den pH-Wert jetzt übrigens auch gleich mit, da ich das einfach immer bei der Chlorwertmessung mache. Doch dafür habe ich auch schon ein spezielles Video mit mehr Informationen gemacht. Jetzt erstmal unseren Deckel richtig rum aufsetzen, schauen, dass ihr natürlich auch richtig abschließt und es ist übrigens ganz normal, dass noch etwas Wasser ausläuft. Gleich danach sollten wir mal etwas schütteln, dass natürlich sich dementsprechend auch die Tabletten gut auflösen. Das sollte bei mir jetzt auch schon reichen und nun ist einfach wichtig, dass wir relativ zügig danach gleich unsere Werte ablesen, da natürlich über die Zeit sich die Werte auch nochmal etwas verändern könnten. Nun geht es einfach darum, dass wir mal bei unserer Skala dementsprechend die Farben miteinander vergleichen und daher können wir auch erkennen, wie hoch mein pH-Wert zum Beispiel ist. In meinem Fall ist das Ganze relativ hell, da würde ich einfach mal schätzen, der pH-Wert liegt bei 6,8. Das könnte hinkommen, da ich letzte Woche noch bei 7,0 war und perfekt ist übrigens zwischen 7,0 und 7,4, da dann unser Chlor einfach optimal wirken kann. Auf der rechten Seite bei Chlor können wir auch toll erkennen, dass sich bei der Farbe eigentlich überhaupt nichts getan hat. Bedeutet, mein Chlorwert wird jetzt irgendwie bei 0,1 oder sogar etwas darunter noch liegen. Kommt auch gut hin, da ich einfach meinem Pool schon länger keine Chlortabletten mehr zugegeben habe. Um diesen Wert also zu erhöhen, können wir jetzt mit Chlortabletten, Chlorgranulat oder auch in flüssiger Form das Ganze wieder etwas nach oben bringen. Perfekt ist übrigens zwischen 0,5 und 1,0. Ich verwende hierfür übrigens am liebsten Chlortabletten, welche ich natürlich nicht mit der puren Hand, sondern über die Plastikfolie anfasse und die gebe ich dann am besten noch in einen Dosierschwimmer. Da wenn wir das Ganze in einen Skimmer geben würden, dann würde sich die Tablette einfach zu schnell auflösen und wir möchten natürlich auch auf gar keinen Fall irgendwelche Flecken auf unserer Folie anschließend haben. Danach Deckel wieder drauf, ordentlich verschließen und in den Pool geben. Und jetzt sollte sich über die Tage der Chlorwert auf jeden Fall wieder schön einpendeln. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, wie viel von den Chlortabletten du jetzt genau benötigst, dann am besten natürlich bei den entsprechenden Herstellerangaben nochmal nachschauen. Wenn dein Chlorwert übrigens so hoch ist, haben wir eigentlich nur drei Möglichkeiten, wie wir das Ganze wieder senken können. Entweder auf die natürliche Art und Weise, also den Pool einfach mal ohne Poolplane längere Zeit offen lassen, denn das Chlor, das senkt sich über die Zeit auch automatisch. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir ein spezielles Anti-Chlor-Granulat kaufen. Dieses sollten wir dann natürlich auch nach den Herstellerangaben entsprechend in unseren Pool hineingeben, denn dadurch wird der Chlorwert auch schon effizient gesenkt. Und Methode Nummer 3, wir lassen jetzt einfach noch etwas Wasser aus dem Pool raus und füllen es einfach mit neuem Wasser auf, denn dadurch wird natürlich die Chlorkonzentration auch wieder etwas nach unten gesenkt. Zum Schluss unsere Schüttelbox natürlich noch öffnen, einfach in den Pool hineingeben, da brauchen wir auch keine Angst haben, etwas mit dem Wasser ausspülen und dann noch am besten offen stehen lassen, dass natürlich das Wasser das nächste Ergebnis nicht irgendwie verfälschen kann. Somit haben wir unseren Chlorwert jetzt auch schon beim Pool richtig ermittelt. Falls du dir für zu Hause jetzt übrigens so eine Schüttelbox mit Tabletten, Chlortabletten zum Senken bzw. Erhöhen vom Chlorwert oder auch gleich ein Dosierschwimmer zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.